Also, du fährst auf einer Autobahn, das Wetter ist gut und du hast die vollständige Kontrolle über dein Auto. Und plötzlich, bam! Ein anderer Fahrer kommt aus dem Nichts, schneidet dich und bremst. Natürlich kannst du die Kollision nicht vermeiden. Klingt wie ein typischer Autounfall. Aber du wirst überrascht sein, dass dies eine von vielen Betrügereien ist, die Leute versuchen, auf der Straße abzuziehen. Erstens, der Betrug, Schneiden und Bremsen. Beginnen wir also mit dieser Situation. Du hast jetzt deine verkrümmte vordere Stoßstange und stehst da und schaust dein armes Fahrzeug mit offenem Mund an. Was ist gerade passiert? Warum hat er die Bremsen angezogen, nachdem er dich geschnitten hat? Hey, er hat es mit Absicht gemacht und ist hinter deinem Geld her. Aber es endet nicht dort. Das Auto, das dich schneidet, ist voll von Passagieren, die über Nacken- und Rückenschmerzen klagen. Du möchtest einfühlsam sein und glauben, was sie dir sagen. Tu es nicht. Andernfalls kommt es zu einer ernsthaften Kollision und du wirst auf Schmerzensgeld verklagt. Alles, was du tun musst, ist es cool zu spielen. Du fuhrst vorsichtig, du warst aufmerksam gegenüber allen anderen Fahrern auf der Straße, du hast niemanden geschnitten und es ist alles gut. Genauso solltest du fahren, damit die Beweise auf deiner Seite sind, wenn du gegen solche Dinge ankämpfen musst. Ruf die Polizei und sammle für alle Fälle deine eigenen Beweise. Fotografiere beide Autos, die Straße, alles. Gab es weitere Zeugen? Hol dir deren Informationen. Achte auf das Verhalten der Passagiere. Wenn sie sich frei bewegen und so tun, als wären sie schwer verletzt, ist der Unfall höchstwahrscheinlich ein Betrug. Sobald der Fall jedoch vollständig untersucht ist, solltest du dich mit dem Gesetz an deiner Seite von dieser Sache entfernen. Und es schadet auch nicht, in eine Autokamera für dein Auto zu investieren. Nummer 2. Weißer Rauch. Nehmen wir an, du hast einen gemütlichen Parkplatz für dein Auto gefunden und gingst deine Besorgungen erledigen. Sobald du zurückkehrst und das Auto startest, tauchen unter der Motorhaube oder dem Schalldämpfer dicke weiße Rauchwolken auf. Dann erscheint ein Fremder und gestikuliert wild, dass du schreckliche Probleme mit deinem Auto hast. Du bist natürlich in Panik, also springst du aus deinem Fahrzeug und rennst los, um die Motorhaube zu öffnen und ins Innere zu schauen. Dein edler Assistent weist dich an, den Motor zu starten, während er ihn überprüft. Wenn du auf diese Lüge reinfällst und dich wieder ans Steuer setzt, fängt der Freiwillige an rumzubasteln und, Überraschung, Überraschung, dein Auto springt nicht an. Danach bietet er dir an, dein Auto zur nächsten Tankstelle zu schleppen. Wenn du einverstanden bist, sei bereit, für deine Leichtgläubigkeit zu bezahlen. Diese Person wird nicht nur eine Zahlung für seine Abschleppdienste verlangen, sondern auch seine Freunde in der Werkstatt könnten versuchen, dich zu täuschen, indem sie dir versuchen vorzumachen, dein Auto bräuchte einige kostspielige Reparaturen. Okay, versuche zuerst, die Ursache des Rauches selbst herauszufinden und lass keine Fremden an dein Auto. Ich sage dir gleich, dieser Typ hat während deiner Abwesenheit etwas Öl auf den Schalldämpfer oder den unteren Teil des Motors gegossen. Überprüfe auch, ob Warnleuchten auf dem Armaturenbrett blinken. Wenn du immer noch unsicher bist, ob du ausgetrickst wurdest oder nicht, kannst du niemals etwas falsch machen, wenn du einen seriösen Autodienstleister oder eine Abschleppfirma anrufst. Stimme niemals Abschleppdiensten von Fremden zu, die bequem aus dem Nichts auftauchen. Nummer 3. Unerwartete Hilfe. In Anlehnung an diesen bequemen, barmherzigen Samariter geht dieser Betrug ungefähr so. Du fährst, alles super, wenn plötzlich jemand anfängt, dich zum Anhalten zu bringen. Der Fahrer kommt zu deinem Auto und sagt, er habe unter deiner Motorhaube weißen Rauch aufsteigen sehen. Du weißt es nicht besser, da du hinter dem Lenkrad saßt und nichts unter dem Auto sehen konntest. Du nimmst ihn also beim Wort. Im selben Atemzug bietet der Betrüger an, für dich unter der Motorhaube nachzusehen und während er dabei ist, sprüht er unauffällig etwas Öl unter den Motor. Und et voilà, weißer Rauch quillt auf, wenn du das Auto wieder anlässt, um dich selbst zu überzeugen. Der Kriminelle gibt dann vor, den Defekt zu reparieren und schafft es, das Problem zu beseitigen. Hurra, nicht so schnell. Danach verlangt dieser Vor-Ort-Mechaniker Geld für seine Dienste und ob du es glaubst oder nicht, viele Leute, insbesondere unerfahrene Fahrer, sind einverstanden dafür zu zahlen. Später stellst du jedoch fest, dass dein Auto überhaupt keine Probleme hatte und du verarscht wurdest. Egal was passiert, akzeptiere auf keinen Fall verdächtige Hilfe.
Wenn dir so etwas jemals passiert, rufe einfach einen Freund, Verwandten oder einen vertrauenswürdigen Mechaniker an, der dir hilft. Wenn du unter der Motorhaube keine verdächtigen Geräusche hören kannst und am Armaturenbrett keine Warnleuchten blinken, scheint alles normal zu sein. Setze deine Reise einfach fort, ohne das Auto zu verlassen. Nummer 4. Ein verletzter Fußgänger. Hier ist eine andere Art, wie man gerne mit deinem Einfühlungsvermögen und deinem Schuldgefühl spielt. Du kriechst langsam über den Parkplatz und suchst mit voller Konzentration nach einem Platz. Du achtest nicht auf die Person, die an deinem Auto vorbeigeht. Plötzlich fällt der Fußgänger auf den Boden und beschädigt dabei wahrscheinlich deinen Seitenspiegel oder bricht ihn sogar ab. Offensichtlich steigst du aus dem Auto, um zu prüfen, ob er in Ordnung ist. Dann beginnt das Opfer, dir zu drohen, dass es die Polizei rufen wird. Oder wir können es jetzt regeln, fügen sie dann meistens hinzu. Was würdest du in diesem Fall tun? Erfahrene Fahrer oder Skeptiker werden nicht nachgeben, aber es gibt diejenigen, die es doch tun. Sei also nicht einer der Leichtgläubigen. Stimme einfach zu, direkt die Polizei zu rufen. Manchmal reicht das aus, um das Opfer zum Laufen zu bringen. Aber selbst wenn es plötzlich eine andere Meinung hat und verspricht, dass alles cool ist, kein Problem und keine Beschwerden, solltest du darauf bestehen, dass die Polizei kommt und einen Bericht aufnimmt. Andernfalls könnte das vermeintliche Opfer die Behörden später mit deinem Kennzeichen anrufen. Außerdem solltest du dafür entschädigt werden, wenn diese Person dein Auto absichtlich beschädigt hat. Wie auch immer, lass dich nicht ins Schwitzen bringen. Die Polizei wird wahrscheinlich Aufnahmen von Überwachungskameras auf oder in der Nähe des Parkplatzes untersuchen. Auch hier musst du dir keine Sorgen machen, wenn du nichts falsch gemacht hast. Nummer 5. Komm mal rüber. Dies ist ein besonders gefährlicher Trick, der schwer zu bekämpfen ist. Gauner bemerken einen Fahrer, der versucht, sich in den Verkehr einzufädeln. Sie werden langsamer und winken mit der Hand, um zu signalisieren, dass sie den Fahrer hereinlassen wollen. Doch gerade als das ahnungslose Opfer auf die Fahrspur fährt, beschleunigt der barmherzige Samariter und stößt mit deren Auto zusammen. Das nächste, was das Opfer weiß, ist, dass der Gauner vehement ablehnt, jemals den anderen Fahrer herübergelassen zu haben und behauptet, dass er einfach direkt in sie hineingefahren ist. Dies ist eine Situation, in der Zeugen eine Schlüsselrolle spielen könnten. Wenn es welche gibt und sie so gnädig sind, vorbeizukommen, um für dich einzustehen, wenn die Polizei dort ankommt, ist das ideal. Es tut aber auch nicht weh, beim Einfädeln in den Verkehr besonders vorsichtig und aufmerksam zu sein. Behalte das Auto vor und hinter dir im Auge und du solltest diesem Betrug nicht zum Opfer fallen. Nummer 6. Umschlag im Auto. Dieser Betrug sieht normalerweise folgendermaßen aus. Morgens steigst du mit einem Kaffee in der Hand in dein Auto und bist bereit für einen weiteren Tag. Dann fällt dir ein Umschlag auf, der auf dem Beifahrersitz liegt. Der war gestern nicht da. Wie ist der denn über Nacht hierher gelangt? Du bist dir sicher, dass du gestern Abend dein Auto abgeschlossen hast. Dann trifft es dich. Jemand ist eingebrochen. Aber das ist nicht alles. Du öffnest den Umschlag und darin steht: Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben die Alarmanlage Ihres Autos und die Möglichkeit eines Einbruchs getestet. Wie Sie sehen, besteht für Ihr Fahrzeug ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Wir erwarten Ihre finanzielle Dankbarkeit und senden Ihnen im Gegenzug einige personalisierte Empfehlungen zum Schutz Ihres Autos. Dem Brief ist auch ein Konto oder eine Telefonnummer beigefügt. Also schickst du das Geld und wartest auf deren großartigen Dienste? Natürlich nicht. Schicke niemals Geld aufgrund Drohungen an Fremde. Es wird sie nur ermutigen, weiterzumachen. Ruf die Polizei. Versuche auch, dein Auto nur auf gesicherten Parkplätzen abzustellen und lasse deine Alarmanlage regelmäßig vom Hersteller des Autos überprüfen. Nun, bevor ich dir all das zum Nachdenken überlasse, denke bitte daran, dass Menschen öfter als du denkst Opfer dieser Art von Betrug werden. Ganz gleich, ob sie Zeit sparen möchten oder lieber ein Problem ohne Polizei oder Anwälte alleine lösen möchten. Es passiert. Lasse es dir also nicht passieren. Hast du schon von anderen Tricks gehört, die Betrüger auf der Straße anwenden? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann gib diesem Video ein Gefällt mir und teile es mit deinen Freunden. Aber hey, geh noch nicht! Wir haben über 2000 coole Videos für dich zum Ansehen. Alles, was du tun musst, ist das linke oder rechte Video auszuwählen, darauf zu klicken und zu genießen. Bleib auf der Sonnenseite des Lebens!